Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Limbo. Und ich bin so dermaßen hyped für das Spiel, weil ich weiß eigentlich überhaupt nichts über das Spiel. Ich weiß nur, dass es ein Jump'n'Run ist mit einer ziemlich awesome Grafik. Und genau sowas liebe ich. Und das wurde mir empfohlen. Und ja, von Thomas Was Alone habe ich ein bisschen gelernt und spiele jetzt mit Controller. Weil ich gesehen habe, dass es hier mit Controller-Funktionen geht und auch mit Vibration und so. Deswegen wird es nämlich zusätzlich nochmal so ein cooles Spielerlebnis. Und wir werden das erste Mal auf 1440p eine Videoserie veröffentlichen, also in wirklich höchstmögliche Qualität, was im Moment so, sag ich mal, streaming-technisch möglich ist. Und ja, wir hoffen einfach, dass es richtig, richtig geil und auch schön wird. Und die Grafik von dem Spiel, die ist es einfach wert. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü und ich denke, wir legen auch direkt los. Wir könnten jetzt hier auf Resume klicken. Ich bin nur einmal kurz ins Spiel rein, um die ganzen Settings, die Lautstärke und so zu testen. Hab aber wirklich noch gar nichts gesehen. Und wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Also wir sind, wie gesagt, ich weiß nichts über das Spiel. Wir sind ein schwarzer Junge in einer schwarzen Welt. Und ja, es hat eine ziemlich außergewöhnliche, verrückte Grafik. Fick. und ja, auch, glaube ich, eine ziemlich gute Physik-Engine, habe ich gelesen. Und ja, das fühlt sich auch gleich mal, also gerade mit Controller, fühlt sich das ziemlich gut an, so die ersten Schritte hier. Ah, hier leuchtet was. Okay. Achievement, you went the wrong way. Okay, cool. Ja, passt. Man sollte ja auch rechts lang laufen eigentlich. Aber auch die Lichteffekte und so, dieser Parallax-Effekt und so, das gefällt mir echt. Auf sowas stehe ich wahnsinnig. Und hoffen wir, dass auch das Spiel an sich cool wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob das Spiel überhaupt eine Story hat. Eine richtige oder sonst irgendwas. Oh. Ich glaube, hier wären Stacheln gewesen. Ja. Yeah. Okay. Ah, okay. Es gibt, glaube ich, nur zwei Knöpfe. Einen Use-Knopf und einen Sprungknopf. Deswegen wird wahrscheinlich das Gameplay recht simpel sein, aber auch mit sowas kann man coole Sachen machen. Oh, und selbst hier kann man jetzt schwingen. So ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay, das ist unten festgemacht. Aber hier kann man jetzt schon ein bisschen mehr schwingen, glaube ich. Also die Physik gefällt mir jetzt so auf den ersten Blick ziemlich cool. Und ja. Gucken wir mal, was uns so erwartet. Diese kleinen Dreckboppel, die da gerade so rumfallen. Ich glaube, da wäre ein Abgrund gewesen. Wir gucken mal lieber nicht nach, was wir da sehen. Lehnen wir uns einfach mal zurück und genießen das Spiel, würde ich sagen. Tschut. Wir fahren Boot. Ja. Es hat so ein bisschen kriselig, so ein bisschen Noise. Ja, es rauscht so ein bisschen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, das passt. Ich finde auch, dass das überhaupt nicht stört. Okay. Das ist doch so. Doppelsprung oder sowas? Nee. Ah, vielleicht müssen wir das Boot herziehen. Das hat da so einen Griff. Tatsächlich. Okay, das ist wirklich cool. Zack. Ja. Okay, an Bäumen können wir auch entlang klettern. Ich würde den ganzen Tag einfach nur so cool schwingen wollen. Okay. Sieht alles ganz gut aus. Was mir so ein bisschen fehlt, ist Musik. Im Moment haben wir wirklich nur so ganz leichten Sound. Aber hoffen wir mal, dass das noch kommt.
Tun wir schon mal ein paar andere. Ich hab grad. Also, wenn das wirklich spieltechnisch so designt war, dann Respekt. Ich hab grad an diese leuchtenden Schmetterlinge oder so, die da oben da geflogen sind, hab ich so ein bisschen geachtet und hab überhaupt nicht auf den Boden geschaut. Alter, wie brutal ist denn das Spiel, Mann? Dem fliegt sofort der Kopf ab. Okay. Ach, Mann. Es wirkt echt sehr blöd, aber das ist gar nicht so einfach, weil der springt so dermaßen kurz. Ich glaube, ich muss echt... Ach, Mann, jetzt habe ich es nochmal kurz gehalten. Muss die echt beide so am Balken? Oder kann ich die vielleicht entschärfen? Vielleicht kann ich sie auch ganz wegziehen. Ich weiß gar nicht, was da... Okay, jetzt zumindest mal ein Vorsprung, wo wir ein bisschen höher springen können. So. Okay, und das zweite, das ziehen wir jetzt hier an die Schräge hin und dann müssten wir da auch drüber kommen eigentlich. So ungefähr. Ja. Okay, wunderbar. Alles gut. Okay. Uiuiui. Die schimmelt schon. Wollen wir uns jetzt schwingen? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich was machen soll. Oh, da ist schon wieder eine Falle. Tun wir mal diese Leiche da in die Falle rein. Wenn das geht, wäre so krass. Es geht halt. Und das ist auch die Lösung zu dem Ganzen. Das ist so krass. Das wird leichter. Oh, die Physikrätsel gefallen mir jetzt schon gut. Cooles Game. Coole Geschichte, Bruder. Okay, können wir da drauf oder rein? Ne, nur drauf. Holy moly moly! Da hat jetzt nur noch die Indiana Jones Mucke gefehlt. Ob es hier überhaupt Levels oder sowas gibt. Es war einfach so ein Direkteinstieg im Spiel, man hat nichts mitbekommen. Keine Zeile, Text, kein... gar nichts. Das ist echt krass. Okay, testen wir gleich mal, ob der schwimmen kann. Nope. Schwimmen mag er wohl nicht so gerne. Aber rein theoretisch könnte man ja rüberschwimmen. Aber ich habe da schon was gesehen. Die Kiste kann man eigentlich ziehen. Da war, glaube ich, gerade eine Stelle, wo man hochkommt mit der Kiste. Schauen wir uns doch das mal einfach an, weil da hängt ja nicht umsonst so ein Seil. Das habe ich schon inzwischen, dass in dem Spiel, glaube ich, alles einen Zweck hat. Das ist die Frage, was der beste Punkt ist. Vielleicht ganz unten und dann schwingen. Vom Winkel her. Okay, vielleicht ein bisschen weiter oben. Ja. Okay, gebracht hat es jetzt, glaube ich, gar nichts. Wobei, wenn wir da rüberkommen. Alter, ich fühle mich gerade wie so ein kleines Eichhörnchen. Haben wir jetzt irgendwas... Ich hoffe, das ist nicht der Weg, der vorgesehen ist. Oh, da oben ist was, da leuchtet was. So, die Frage, wie wir da wieder am besten hinkommen, wahrscheinlich so halb hoch wieder schwingen. Nice. Altitude ist Altitude, also
die Höhenmeter haben wir schon zurückgelegt, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob es Fallschaden gibt. Könnte man eigentlich auch mal ausprobieren. Dass die fallen jetzt. Keine Ahnung. Es war eh nicht so hoch. Aber cool, gleich mal was Cooles entdeckt. Vielleicht ist ja so wie ein Thomas Was Alone, dass wir gleich alles finden. Bevor wir uns anfangen zu schwimmen. Und tot. Wieso ersauft denn er sofort, Mann? Hat denn der keine Luft für mehr als 7 Sekunden vielleicht? Schiebt das Ding jetzt da ins Wasser? Ach Mann, das ist echt nicht einfach. Das hat irgendwie eine komische Physik. Oh Mann. Limbo, was tust du mit mir? Jetzt aber. Fast wieder abgesoffen. Er rutscht da immer sofort drüber. Irgendwas mache ich vielleicht auch falsch. Was kann ich denn da großartig falsch machen? Okay. Krass, da versauft er sogar sofort, wenn man noch im Wasser steht, aber den Mund unter Wasser hat. Jetzt. Sag mal! Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich extrem falsch. Mal zurück. Ich weiß es nicht. Selbst wenn ich das reingeschoben bekomme, geht es ja gar nicht mehr voran. Kann ich vielleicht die Kugel oder so mitnehmen? Nee, glaube ich auch nicht. Bin ja kein Mistkäfer. Nee. Oder? Das muss eigentlich so gehen, weil einen anderen Weg gibt's ja nicht. Außer da, wo es jetzt gerade hochging, da gibt's noch was anderes, außer dieses weiß leuchtende Ding. Ich probiere es jetzt mal nochmal. Ah, vielleicht kann er doch schwimmen, wenn wir die ganze Zeit irgendwas drücken. Nee. Ah, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch nicht in der ersten Folge schon so rumfailen. Das ist ja fast wie Dark Souls. Und ich sag noch, das Spiel ist so simpel. Oder ich denke, dass es sehr simpel ist, aber... Dem scheint nicht so. Mann. Aha. YOLO! Okay, es gibt Fallschaden. Jetzt hoffe ich, dass es aber... Oh nee, schade. Okay, wir müssen nochmal hoch. Wir können da nicht einfach so runter YOLOn. Aber krass. Okay, dann hat es wohl echt einige Rätsel auch und so, weil... Man hat jetzt hier gar keine Erklärung gehabt. Und das zu finden ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Ich war sogar schon an der Stelle, aber habe das dann einfach nicht gesehen. Weil in dem Spiel habe ich das Gefühl, dass auch nichts markiert ist oder so. In vielen anderen Spielen, da ist es so, dass alles idiotensicher in irgendeiner Form irgendwo markiert ist. Und hier ist es aber so, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, teilweise. Jetzt gehen wir hier mal wieder runter. Nein. Oh, zum Glück habe ich das überlebt.
Okay. Zur Sicherheit hole ich lieber auch mal noch die Kiste, damit wir auf jeden Fall rüberkommen. Huiuiui. Gar nicht so einfach, dieses Spiel. Gar nicht so einfach. So. Nice. Geht doch. Das erste schwere Rätsel gelöst. Das sieht doch gefährlich aus da oben. Die Falle auf dem Baum. Seriöslich? Hier gibt's Gegner in dem Spiel? Hallo? Hallo? Wie der Finger zuckt, wenn ich so herkomme. Au, au. Oh, au, au. Scheiße, Mann. Bible Thumb. Okay, wahrscheinlich muss ich die Falle irgendwie da runterholen. Nur wie? Hier gibt's jetzt wirklich gar nichts. Kann ich... Was will ich denn... Ist auch ganz weit weg. Hm. Kann ich irgendwie schießen? Nee. Würde auch nicht wirklich zu dem Spiel passen. Komm hier jetzt runter. Vielleicht erzeugt es so ein Erdbeben. Mach das nochmal. Jetzt gehe ich rüber. Bam. Nice. Wusste ich's doch. Jetzt muss ich nur wieder so drüber kommen. Und dann gucken wir mal. Fast. Mach's nochmal. Tschüss. Autsch. Das war zu weit, komm. Tu es nochmal. Autsch! Echt schade. Oh, oh nein! Oh nein! Immerhin hat's hier gespeichert. Jetzt los. Ich lasse es los, es rutscht weiter und tötet mich sofort. Wo bin ich da gerade an welcher Stelle über das Ding drüber gesprungen, damit es... Irgendwo doch hier wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt schaffen wir es aber. Ja. Gelernt? Nicht wirklich. Ha! Ah, das war eine Spinne am Baum. Ich dachte, das wäre der Baum gewesen, aber ja, es sah schon sehr nach einer Spinne aus eigentlich. Okay, das war, glaube ich, der erste Endboss, oder? Krass. Haben wir den besiegt? Und dann beenden wir die Folge auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
lasst ein paar Kommentare da, wie es euch, wie ihr es von der Qualität findet, wie ihr das Spiel findet. Könnt auch ruhig Tipps da lassen, weil, wie gesagt, ich spiele es komplett blind. Und ansonsten, subscribe den Channel, wenn es euch gefällt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.